Guten Tag, ich bin Klaus Marwede aus Braunschweig und äußere mich zur AfD und zum Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt für den 13. März 2016. Dort fordert die AfD in ihrem Wahlprogramm gleich auf Seite 1, man solle in der Schule zukünftig weniger über die Nazi-Zeit reden. Man ist der Meinung, 12 Jahre Unglücksjahre deutscher Geschichte werden dort im Schulunterricht überbewertet. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, warum ich das nicht so sehe. Mich hat am letzten Wochenende ein Nachbar in Bad Harzburg angesprochen. Er würde also AfD wählen, und weil er will die Flüchtlinge hier nicht haben. Und die solle man alle vergasen. Und das sagt er mir im Beisein von zwei halbwüchsigen Kindern, irgendwie 10 Jahre alt oder sowas, vielleicht etwas jünger. Mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich Gänsehaut bekommen habe. Meine Damen und Herren, man kann überhaupt nicht genug über die Nazi-Zeit mit Schülern reden, wenn man weiß, dass deren Eltern zu Hause einen solchen Unsinn verbreiten. Denn die glauben ja, wenn der Papa das sagt, dann sei das okay. Die glauben ja, wenn der Papa sagt, die Flüchtlinge muss man alle vergasen, das wäre eine Option. Und da habe ich eine ganz klare Meinung, da muss Gesellschaft dagegen halten, da muss Schule dagegen halten, da müssen wir alle dagegen halten. Da müssen wir dafür sorgen, dass Schüler Gelegenheit bekommen, im Schulunterricht eine eigene Meinung zu entwickeln, die von dem, was Papa sagt, abweicht. Und die dann auch nach, und zwar so gut ausgebildet werden, dass sie nach Hause gehen können und können Papa sagen, weißt du was, Flüchtlinge vergasen ist keine gute Idee. Die AfD fordert aber in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahlen noch was anderes, nämlich möchte sie gerne, dass an den Schulen wieder preußische Disziplin einzieht, mehr preußische Disziplin einzieht, und dass es dafür notwendig sei, die Autorität des Lehrers schulrechtlich zu stärken. Wenn ich mir angucke, was eine Frau von Storch und ein Herr Gauland und auch eine Frau Petri zum Thema Schusswaffengebrauch an deutschen Grenzen sagen und sie jetzt hier fordern, der Lehrer soll schulrechtlich gestärkt werden, seine Autorität soll schulrechtlich gestärkt werden, dann frage ich mich, was das meint. Meint das, dass unsere Kinder künftig wieder geschlagen werden? Ist da ein Rohrstock gemeint? Sagen Sie es mir bitte, liebe AfD, ist hier ein Rohrstock gemeint? Meine Damen und Herren, wer nicht möchte, dass Eltern ihren Kindern zu Hause auf der Straße ganz normal erzählen, Flüchtlinge soll man vergasen, weil die wollen wir hier nicht haben, wer das nicht möchte, und wer nicht möchte, dass an den Schulen eine Rohheit und eine Rauheit einzieht, wie hier die Rede davon ist, der kann gar nicht AfD wählen.